Und damit ein herzliches Willkommen unter Los Avarpart, Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin es, Amsi Mafex. Und ja, respawnen, das wäre definitiv nicht schlecht. Ein bisschen die Zeit zurückdrehen wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Beim letzten Mal sah es eigentlich so aus, als hätten wir unser Ziel erreicht. Der Schlüssel nach Talaher wurde repariert. Wir haben unseren versteckten Pfad mit Seer und Cordova gehabt. Und dass wir eine neue Basis für die Jedis und für die, die vor dem Imperium in Sicherheit leben wollen, wir hatten den Schlüssel dazu. Doch es kam anders. Wir hatten einen Verräter in unserem Boot. Eigentlich der Typ, mit dem wir gekämpft haben, mit dem wir diesen spektakulären Kampf gegen Dengen Gera hatten, war in Wahrheit ein Verräter des Imperiums. Er hat ihr Kerl erstmal ausgestaltet und dem Imperium auch zugesteckt, wo der Pfad sich versteckt. Und das Imperium greift hier mit einer Marder an. Er hat den Kompass, was natürlich auch heißt, unsere versteckte Basis ist nicht mehr sicher. Die Frage ist, nachdem er uns hier beim letzten Mal ausgenockt hat und ich keine Ahnung habe, was aus Kerl geworden ist, wie es nun weitergeht. Siehe. Das ist unser Zuhause. Verteidigt das Archiv. Oh nein. Holy moly. Holy moly. Ja. Ihr vermaledeiten Monster, Mann. Coole Fähigkeit. Immer mehr. Immer mehr. Sie wird sterben, sie wird sterben, sie wird sterben, Leute. Mann, sie wird sterben. Das war übrigens so ein großartiges Bild, Mann. Wo diese... wo wirklich alles in Flammen steht, für was wir hier, für was sie gearbeitet hat. Oh mein Gott. Es ist übrigens sehr cool, mit ihr zu kämpfen, wenn ich das mal sagen darf. Ihr seid der Beste. Ihr seid vermaledeite Monster. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach von Maledeit noch nicht. Immer mehr. Komm! Maren, alles in Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Also, großartige Abstimmung, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir mit ihr spielen. Übrigens schön, dass ihr alle Fähigkeiten einfach von ihr... Oh! Cool. Hast du denn in der Macht Leben gespawnt, alle Gegner? Ist mir wurscht. Heißt das, alle Gegner da unten sind wieder nachgespawnt, oder? Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Halte mir den Rücken frei. Du hast immer noch keine Chance. Irgendwann machst du einen Fehler. Danke. Ein weiterer Sieg. Aber leider, ob das langt, das weiß ich nicht. Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Da sind Kampfläufer. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen.
Das Imperium greift echt mit einer Flotte an. Ich will nur wieder sagen, auch wenn es dramatisch ist, Mann, es sieht so spektakulär aus. Aber was machen wir gegen die Monster hier? Das könnte unschön werden. Maren, hast du eine Idee? Kannst du da wieder irgendwelche coolen Stunts machen? Nach oben. Wir müssen die Kampfläufer stoppen. Nach oben ist sehr leicht gesagt. Achso, okay, ich versteh's. Au. Nicht stark genug, Penner! Ja, und wie, Mann? Diese Dreckskamele, Mann! Oh! Starkes Bällchen! Haben wir noch so eine Flagge? Gibt es noch mehr Geschosse? Gut, die werden wir brauchen. Ich brauch mehr solcher Bälche, Mann. Aber was ist mit Kerl, Mann? Ach, stimmt. BD1 ist ja gar nicht. Warte, BD müsste gar nicht bei ihm sein. Oh mein Gott, wir hätten da nicht mal Stimpaks nehmen können. Jetzt keine Zeit zum Aussehen. Ich glaube zwar, der Gegner spawnen hier nicht nach, aber ich möchte es auch nicht herausfinden. Will ich mir das ein, das ist irgendwie viel mächtiger als Kerl. Aber ich habe so richtig das Gefühl, es wird sehr schlecht für sie ausgehen, Mann. Ich will es nicht glauben, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Mann. Bällchen? Bällchen! Bällchen! Oh mein Gott, wir sind wieder so weit. Hä? Das Bällchen rollt nicht! Nein! Ah, okay. Die Kampfläufer werden bald durchbrechen. Das hält sie erstmal auf. Meisterin Xander. Maren, kannst du... Natürlich. Ich habe jetzt leider nicht gehört, was mir der Werte hier gesagt hat. Aber wisst ihr, was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, was sehr, sehr schlimm ist? Boat hat den Kompass und er ist entkommen. Und bringt ihn direkt zum Imperium. Ein Augenblick, um mich zu sammeln. Das brauchen wir. So, Gegner können hier nicht respawnen. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Weitere Imperiale voraus. Das war's. Noch ein paar. Wir sind noch nicht fertig. Sie öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. So macht man übrigens Türen auf. Nicht kampflos und...
Na! Oh mein Gott, wir müssen diese Fähigkeit öfters mit Keller einsetzen. Die Dudes machen mich voll fertig, Mann! Dankeschön! Ha, der andere Granate hab ich hier gerade gerettet, Mann! Okay, ich vergesse immer, dass wir hier die Fähigkeiten einsetzen sollen. Kann man das Türchen aufmachen, das wäre ganz cool. Immer selber. Immer schon. Was jetzt? Runter zum Hangar. Also, Tor ist zu. Zwei, drei Imperiale. Eieiei, das war kein schöner Fight, Mann. Ich regeneriere mich nochmal. Es wird nur schlimmer. Und die Gegner spawnen hier nicht nach. Auch wenn das Spiel hinten darauf hinweist, sie spawnen sicher nicht nach. Nee. Runter. Gut gemacht. Du auch. Grease, hören Sie mich? Sehr. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Oh, das wird ein Ansturm. Wisst ihr, was ihr bereuen werdet, ihr vermaledeiten Typen, Mann? Oh, Leute, aber es sieht eigentlich gut aus. Es sieht gut aus. Wir Marin hier gegen eine Armada. Next round? Ah. Ich würde ja fast sagen, es sieht gut aus. Aber leider nur fast. Komm, 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 komm. Lustig, sie laufen durchs Feuer, aber sie sterben, wenn man sie ins Feuer schmeißt. Wo ist noch einer? Wo sind meine Anachroniten? Das Imperium hat noch nie gewonnen durch ihre qualitativen Siege, sondern immer durch ihre Quantität und diese... Oh nein, 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 nein. Naja. Danke, danke, danke. Hui! Eine Schande. Da kommt nicht mehr einer raus. Ja. Jetzt geht es. Immer mehr. Aber es sieht, auch wenn wir hier viele Verluste haben, ist, wir können die doch zurückhalten, Mann. Das muss. Nee, nein, nein. Ich kann sie aufhalten. Sie werden den Hang. Genug! Für die Hilfe. Was Neues von Kerr? Nein, doch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hier bleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sir. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. BD, los geht's. Sie schaffen das. Es hat mir jetzt leider viel, viel,
so final geklungen. Okay, aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Ich will es nicht, aber ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir es hier sehen werden. Alles, was wir aufgebaut haben, brennt. BD1, bring das zum Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Geh. Jetzt. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Nein, 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 nein! Ihr vergeudet eure Zeit. Nicht der Typ! Nicht der Typ! Nicht der! Beim letzten Mal hat er uns spielend geschlagen. Uns und Kerlmann. Und er hat nicht mal gezuckt. Ich meine, sie ist mächtiger geworden. Aber ich weiß nicht, ob das langt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Das Monster. Es ist leider, wie ich es geahnt habe, Mann. Sein ganzer Körper brennt. Ah! Die Kniemonster! Nein, 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 nein! Er ist einfach zu wenig, aber du kommst nicht gegen ihn, Mann! Nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen.
Der wahrgewordene Teufel. Ein Monster in Person. Den selbst das Feuer der Hölle nicht nehmen will. Aber ich gebe nicht auf, Leute, Mann. Ich pray so sehr, dass Cal kommt. Ah, schöne Abwehr. Komm! Nein! Nur mit seiner Macht kämpft er gegen uns, Mann. Ich sage, wir sind ihm einfach so unterlegen, Mann. Eine Dominanz, die er hier gegen uns ausspielt. Es ist unglaublich, Mann. Und die ist eine Lady-Meisterin. Yeah.